Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal haben wir aus Odustan Orduna ganz schön eingeschenkt. Wir haben jetzt da bereits zwei Gebiete von ihm erobert. Damit haben wir eigentlich seine gesamten Gebiete, seine gesamten Rohstoffe abgeschnitten von ihm. Was ich sehr toll finde. Er kann jetzt all dieses Zeug nicht mehr nach Hause liefern. Das heißt, seine Wirtschaft müsste eigentlich zusammenbrechen, langsam aber sicher. Das wäre ganz toll, wenn sie das täte. Ich habe auch schon überlegt, weiter nach Dundee zu gehen. Wenn wir Dundee erobern, hätten wir da noch zwei Bahnhöfe, die ebenfalls. Wow, die sind echt spitze. Dundee wäre wirklich super. Ja, schauen wir mal. Wir lassen jetzt einmal unsere Truppen hier ausrasten. Wir haben eigentlich nicht wirklich viel Schaden genommen bei dem Ganzen. Das Einzige, was vielleicht passiert ist, ist, dass der Scout ein wenig in Mitleidenschaft gezogen wurde, der mit war. Ist. Wir könnten eigentlich, wir sollten vielleicht noch einen Scout schicken. So, Nummer zwei Scouts ist besser vielleicht. Dann können wir zwei in den Tod schicken und statt nur einen. Schauen wir mal. Dunlap ist jetzt natürlich nicht gut bewacht, aber sollten sie es zurückerobern, wenn man das auch nicht ganz unrecht. Weil dann verbraucht er seine Truppen, die er hier in Ordun City hat. Vielleicht werden die dann weniger. Ja, ich weiß, ich kann meine Hauptstadt nicht so verteidigen. Ärgerlich. Und Haxako ist urlieb, die verkaufen weiter Stahl an uns. Naja, ist eh klar. Ach so, Mist. In Lock City. Ah, dort. Ja, das ist ja was. Ist ja süß. Da können wir jetzt wieder eine Dings, eine Artillerie zerstören. Artillerie zerstören. Schade. Und wieder eine Artillerie ist ruiniert worden, ohne dass wir auch nur einen Kratzer abgekriegt haben mit unserer Verteidigungsarmee. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ah, leider wird Manx auseinandergenommen von Kem. Da kann ich jetzt echt nichts dagegen tun, was mich echt ärgert, weil Kem eine der wenigen sind, die nicht Krieg mit mir führen. Ich würde Manx echt gerne helfen, aber das geht echt jetzt nicht. Sehr gut. Odun rejects peace offer. Das habe ich befürchtet, dass sie das sagen würden. Da ist noch ein Schippernakel.
Liegen die woanders auch noch an? Nein, Gott sei Dank, die liegen immer nur an einer Stelle an. Wäre nicht auszudenken, was passieren würde, wenn sie an verschiedenen Stellen anlegen würden. Oh, du wartest hier. Dann noch eine Artillerie. Die schicken wir nochmal daher. So, da werden wir die Kürassiere ausbilden. Dann haben wir da alles. Ah. Die auch noch. Die kann man nicht. So. Ja, Kampfschiffe wären ganz gut, aber das Problem ist, die kosten Waffen und die Waffen brauchen wir, um unsere Armee zu modernisieren. Das heißt, wir werden uns Schiffe erst in einigen Zügen kaufen können. So. Wir haben keine neue Transportkapazität bekommen, was ärgerlich ist. Danke, Ordun. Ohne euch könnte ich das alles nicht bauen. So ist es gut. So, und euch stecken wir hier rein. So ist es gut, so mögen wir das und wir kaufen uns noch einen. Ja, unsere Industrie brummt, aber das bringt uns gar nichts, wenn wir ja, genau, das brauchen wir jetzt eh auch. Das heißt, das passt schon. Brauchen wir Transportkapazität? Hm. Na gut, soll sein. Okay, alles abgedeckt. Ja, das sind überall diese dämlichen Schiffe. Hat meinen Dings abgenommen. Haxako, yes. Advances in Ironworking. Können wir noch eine Dings in ein Ironclad können wir bauen? Mist. Schauen wir mal, was bringt das? Advanced Ironworking allows construction of ironclads. Although the benefits of armor on ships were recognized early in the 19th century, conservative thinking, ship instability and technical difficulties in ironworking prevented the construction of seagoing ironclads until the late 1850s, when France built Laglois. The British responded with the Warrior. This three-masted sailing ship was driven battle by a screw propeller and was armed with both smooth bore cannons and more modern rifled naval guns. She had an iron frame and wood planking with iron plates. Verdammt. With iron plates attached to her sides. For much of her length. During the American Civil War, the benefits of ironclads were confirmed when CSS Virginia, formerly USS Merrimack, decimated a small fleet of wooden steam frigates and was prevented from sinking them all only by the arrival of another ironclad, the USS Monitor.
Mal schauen. Ironclads may be constructed in the shipyard. Okay, machen wir. Wir haben so viel Geld. Ich könnte mir alle Technologien kaufen. Schade. Mehr Bergbau arbeiten wären mir lieber gewesen. Na gut, soll sein. So, was ist mit dir? Hast du irgendwo noch? Oh, da habe ich noch nicht. So, die sind auch weg. Das heißt, versuchen die jetzt gerade irgendwo anders anzulanden. Ja, hier. War ein Witz. Und viele auch noch. So, zwei Landestellen, naja, wurscht. Ich muss das nicht verstehen. Hier, wie schaut es hier aus? Hier schaut es gut aus. Sehr gut. Wir werden noch weitere Erfahrung sammeln, indem wir dann noch ein Land einnehmen. Dann die. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Jetzt, wo wir schon fünf oder so haben von denen. Ah, sehr gut. Auch gut. Ja, ich weiß. 28, 14, 14. Oh. Das ist nicht gut. Aber wir könnten weniger Kohle transportieren. Wir können sowieso nicht mehr als 8 produzieren. Mehr als 8 Stahl. Brauchen wir das Pferd? Ich glaube eher nicht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Transportkapazität. Das wollen wir jetzt mal als erstes machen. So, außerdem können wir dann da auch noch eins runtergehen. Da noch eins rauf. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Handel mit Haxako nicht abbricht. Ist echt nicht schlecht, dass wir da so viel Stahl von denen kaufen können. So, außerdem werden wir wieder ein paar Schippernackeln bauen. Das ist nämlich echt ein Problem sonst mit dem Handel. Auf jeden Fall. Könnte es weit leichter gehen, wenn wir in der Lage sind, das da unten zu erobern. Dann hätten wir nämlich, glaube ich, Zugang zu Eisen. Wenn wir dann die erobern, haben wir Zugang zu Eisen. Noch mehr Eisen. Und auch mehr Kohle. Und Gold, das wir nicht brauchen. Und noch mehr Schafen. Brigadoon wäre auch super, wenn wir erobern würden. Das wäre alles eigentlich nicht schlecht. Na gut, nächste Runde. Danke, Haxako. Kaufen wir. Nein, ich würde es mal gern selber einstellen. Supi, nur eine Artillerie, das ist gut. Eine tote Artillerie mehr. So, jetzt haben wir schon zwei.
Leichte Kavallerien hier und bereits fünf Artillerien. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Du bleibst da stehen und lass dich abschießen. So. Und da stehen. Du bleibst da stehen. Du bleibst da stehen. Du bleibst da stehen. Ausgezeichnet. So. Eigentlich können wir das wieder unsere Truppen machen lassen. Alleine. Sehe ich ja gut. Oh, Garrison in Dunlap. Ja, mach du das. So, und wieder ein paar Tote. Wieder ein paar Tote. Das ist gut. So könnt ihr mich angreifen, Freunde. Na, okay, du bleibst stehen. Ausgezeichnet. So, ist es gut. Wir wollen möglichst viel von ihm. Zerstören. Ich hoffe. Das wäre schön. Das wäre echt schön. Nein, sie sind davon gekommen. Lassen wir den machen. Dann die. Okay. So, die lasse ich jetzt nicht entkommen. Aber das sollte also überhaupt kein Problem darstellen.
Tschüss. Ha. Ha. Alle Schlachten gewonnen. So. Und wir haben wieder ein paar Artillerien gekillt. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Und wir haben nicht einmal allzu viel verloren. Gut. Und Stahl haben wir auch wieder gekriegt. Ich glaube, langsam kriegen wir den Dreh raus. And please report that our shipyard has been upgraded to take advantage of our advanced ironworking capabilities. Ja, super. Ein Regiment Field Artillery und zwei Clipper. Okay. Naja. Ach, weh. Um die Kleinen kann ich mich jetzt überhaupt nicht mehr kümmern. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, gibt es da noch Gebiete in meinem Gebiet, die ich nicht richtig angeschlossen habe? Ich meine, ich könnte da natürlich herbauen. Aber bringt das irgendwas? Naja. Das bringt zumindest ein bisschen Holz. Da hätte ich. Naja, wurscht. Na, da weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwo Erdöl. Sobald Erdöl erforschbar ist. Da könnte ich eigentlich auch noch einen herbauen. Da hätten wir dann noch diese vier Felder drinnen. Ja, machen wir das. So, da ist jetzt wieder eine Artillerie dabei. Die schicken wir doch glatt hierher. So, da lagern noch immer drei Schippernackeln dran. Das bedeutet, wir lassen die einfach da mal. Und wenn wir das da haben, wenn wir da drinnen sind mit dieser Artillerie. Ach so, genau. Die könnten wir eigentlich auch ausrüsten langsam. Ja, machen wir das so. Und so. Die bleiben stehen und erholen sich. Von der letzten Schlacht. Die sind eigentlich perfekt geeignet, um alles abzuwehren. Gut. Erholt es euch. Da haben wir auch noch einen Regular zum Upgraden. Okay, soll es sein. Erholt es euch auf jeden Fall auch. Und als nächstes, was wir mal als nächstes machen. Brigadoon. Das ist ausgezeichnet. So, jetzt haben wir dann die erobert. Eigentlich sollten wir jetzt. Oh, wir können Stahl heimbringen. Stahl! Ist das cool. Und rein theoretisch, wenn wir Geld hätten, wenn wir Geld bräuchten, könnten wir jetzt auch Gold heimbringen. Ha, ist das super. Oh Gott, so viel Zeug und so wenig, oh Gott, so wenig Transportkapazität. Nein, wir machen 10. Ah, nein, wir machen 11. Wir haben noch Kohle auf Lager. Wahnsinn, ist das super. Ah, wir haben zu wenig Stahl, um das auszubauen. Das so machen. Aber dann genug Stahl? Nein. Ja, es fehlt der Stahl, nicht die Dings.
Ja, egal. Müssen wir jetzt so weitermachen dabei. Nächste Runde dann. So, wir brauchen noch ein paar von denen. Holz. Wieso produzieren wir da nichts mehr? Zu wenig Holz. Wir haben jetzt auch zu wenig Holz. Ah, wir haben von allem zu wenig. Nein, 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 nein. Ich will nicht von allem zu wenig haben. Wir haben auch zu wenig Essen. Mist. Wir brauchen 29. Sind weniger Papier und mehr Holz. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Wolle. Wir brauchen Stahl. Unmengen an Stahl brauchen wir. Wir verkaufen da alles, was wir haben. Kessler macht uns schon sehr. Das heißt, wir werden ihn fragen, ob er unser Empire will. Das wäre nett. Ah, Idolon. Doofes Idolon. Nein, wir haben keinen Stahl gekriegt. Ah, jetzt haben wir einen Mangel an Rohstoffen, das gibt es ja wohl nicht. Congratulations, Your Excellency. Your wise industrial policies have spurred the growth of the hamlet of Uloa into a village. Na gut. Kessler remains independent. Na soll sein. Es war sowieso abzusehen, dass sie nicht mitmachen wollen. Was jetzt? Wo lagern Sie jetzt mit Ihren Schippernakeln? Was wollt ihr als nächstes erobern? Kommt's. Zeigt's mir. Okay. Nix. Schauen wir mal, haben wir noch eine Artillerie? Wir haben noch zwei. Die Regular aufrüsten. Super, jetzt sind da alle aufgerüstet in der Armee. Wie schaut das eigentlich aus? Ah ja, wir sollten noch einmal heilen oder sollten wir einfach weiterziehen gleich? Gute Frage. Da hätte man noch mehr Eisen. Da hätte man einen Haufen Wald. Gut angeschlossen eigentlich. Puh. Ist das Gebiet irgendwie verteidigt? Nein. Wir ziehen einfach weiter. Wir erobern da jetzt einfach die drei Gebiete in einem Zug durch. Banburn, Oban und danach Brigadoon als letztes. Angriff. Banburn kann jetzt nicht wirklich so die Herausforderung sein. Außerdem ist es wichtig, wenn wir das erobern, weil da ist wieder Eisen und Ordun sollte sich dann langsam aber sicher vollkommen verabschieden von diesem Planeten.
So, wir haben wieder etwas mehr zum Transportieren. Uff. Holz. Ah, es ist unfassbar. Wir haben jetzt so viel zum Transportieren. 13, 14, 27. Gut, da können wir eins runtergehen. Wo gehen wir noch eins rauf? Bei dem Stoff. Ja, bei Stoffen. Gut, dann gehen wir da einfach runter mit der Produktion. Und das haben wir noch immer. Insufficient Materials ist eh klar. Wir haben vier. Wie viel brauchen wir? 2, 4, 6, 8. Ich glaube, wir werden jetzt eine Runde fast vollständig verzichten drauf. Wir müssen da ausbauen. Ah! Mist. Das heißt, wir werden einen Haufen Arbeitslose haben, diese Runde. Oh ja, wirklich viele Arbeitslose. Okay, da kann man nichts machen. So, wir können jetzt auch Tools verkaufen wieder, das ist gut. Die sind nämlich teurer als das andere Zeug. Und wir kriegen sie aus den Kolonien. Wir brauchen mehr Handelsflotte. Und noch vier Schiffe. So, diese Runde noch. Machen wir fertig, die Schlacht. Ja, ich weiß, ich kann auch nichts machen. Ich habe halt keine Schiffe. Nein. Kein Eisen, kein Stahl. Haxako, was ist los mit dir? Nein, ich will das selber machen. Wir machen ein wenig Erfahrung. Ohne dass wir uns jetzt. Ohne dass wir uns zu sehr wehtun. Wir gehen dann nicht in das Feuergebiet rein. So. Besiegt. Gut. Das war schnell und einfach. Dunham is being attacked. Oh.
Nein, 26 Furniture. Au. Das tat weh. Und einen Clipper. Das tut echt weh. Das ist schrecklich. Au. Das hat Geld gekostet. Gott sei Dank ist Geld das wenigste Problem. So, gibt es Gebiete, die belagert werden derzeit? Eigentlich nicht. Auch nicht schlecht. Die zwei machen nichts. Die drei machen nichts. Du machst schon was. Das da. Okay, es wäre schon schön, wenn die uns gehören würden, dann könnte man nämlich diese Gebiete da alle kaufen wieder, die die anderen gekauft haben. Finde ich nicht richtig, nämlich, dass die das gekauft haben. Aber da haben wir noch was zum Entwickeln. Gut. Naja, dann bau halt da weiter. So, diese Runde haben wir, glaube ich, nichts zum Aufbessern, weil wir zu wenig, ja, weil wir zu wenig Waffen gekauft haben. Aber dich könnten wir mal hierher schicken. Zu dieser Armee. Und diese Armee lassen wir einfach weitergehen. Auf nach U-Bahn. Dann mal lassen wir einfach links liegen. So, noch mehr Zeug, das wir transportieren könnten, rein theoretisch, wenn wir die Transportkapazitäten hätten. Okay. Aber wir sollten jetzt in der Lage sein. Yes. Sollten jetzt in der Lage sein. Wir werden bei den Transportkapazitäten noch einmal was ändern. Wir brauchen mehr Eisen. Pfeif auf das Pferd. Können jetzt maximal wie viel verbraten? 16. Puh, 16 Eisen kriege ich nie und nimmer heim. Nur, wenn ich da auf andere Sachen verzichte. Die Stühle zum Beispiel. Brauche ich Stühle? Nein, brauche ich nicht. Wir benutzen nicht so viele eigene Stühle. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen ganz, 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 ganz viel Stahl. Wenn wir Stahl haben, können wir nämlich auch die Transportkapazität erhöhen. Die werden wir jetzt volle Wäsche erhöhen um 8. Das bauen wir auch aus. So ist es gut, dann bauen wir da noch einen. Dann holen wir uns noch zwei neue Bürger. Ja, wir müssen dann auch aufs Essen wieder schauen, weil ich glaube, wir produzieren
Wir bringen jetzt weniger Essen in die Stadt. Ja. Jetzt müssen Leute Konserven essen. Das gefällt mir nicht. Machen wir das so. Wir haben, glaube ich, noch Reserven an Obst. Was haben wir denn noch an Reserven? Vor allem Obst. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich frage mich gerade, ob Haxako das liefert mit seinen Schiffen. Na gut, Herrschaften an dieser Stelle, machen wir für heute wieder Schluss. Ich wünsche euch einen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüss euch.